Hallo und herzlich willkommen bei Foto Erhard. Sony hat sich überlegt, so ein 70-200 muss eigentlich gar nicht so schwer sein, wie wir das kennen. Und ich bin froh, den Stefan Gericke hier neben mir zu haben, der uns ein bisschen was zum neuen 70-200 G Master 2 erzählen kann. Das ist tatsächlich die zweite Version. Nach 5 Jahren, ne, 2016 auf den Markt gekommen, machen wir mal eben die ganze Geschichte nochmal neu. Und nicht einfach nur ein paar Specs verändern, sondern es ist wirklich ein Rebuild. Ja. Wir haben ja beide hier aufgebaut, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, Stefan. Beide aufgebaut hier und jetzt werden wir mal die wichtigsten Sachen klären. Also was spannend ist, äußerlich lässt sich halt überhaupt nicht unterscheiden, welches ist jetzt die alte und welches ist die neue Version. Was schätzt du? Ein bisschen bin ich ja schon intern, also ich würde sagen, das ist das alte. Ja, dicker Tipp, wenn man sie hochnimmt, merkt man es sofort. Das sind entspannte 435 Gramm Differenz, ne? Genau, 425 Gramm, wer jetzt die Grammzahl von dem alten nicht im Kopf hat, das sind tatsächlich 29% Gewichtsersparnis, also ein Drittel leichter. Und das macht sich, glaube ich, in jedem Fotokoffer oder bei einer Einhandbedienung, wo es mal schnell gehen muss, wirklich bemerkbar. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Doch, ich weiß, wie sie es gemacht haben. Aber mir war es nicht klar, dass man so viel Gewicht sparen kann. Wirklich wahr. Jetzt ist natürlich nicht nur das Objektiv leichter. Es haben sich auch so ein paar andere Kleinigkeiten verändert, oder? Genau. Mit der Leichtigkeit des Objektivs haben sich ein paar Sachen Einzug gefunden. Und zwar die schnelleren Autofokusmotoren. Ein Grund, warum man Gewicht sparen konnte. Und dieser XD, also Extreme Dynamic Linearmotor, ist gleich 4-mal verbaut, wie bei unserem 50-1-2. Das heißt, wir haben eine Gewichtsverringerung und wir haben eine Geschwindigkeitssteigerung von 4-facher Geschwindigkeit. Also das Ding ist 4-mal schneller als der Vorgänger. Ja, das ist krass. Und auch in der Abbildung, ne? Ihr habt deutlich mehr Speziallinsen verbaut, um Bildfehler noch mehr auszumerzen, als ihr das ohnehin schon könnt. Genau, das war ja niemals ein Kritikpunkt an dem G-Master 70-200, dass die Bildqualität nicht stimmte. Allerdings sind in den letzten 5 Jahren auch da eine Menge Sachen passiert. Wir haben eine neue XA-Linse auf den Markt gebracht und haben wirklich alle Spezialgläser verbaut, die wir brauchen, um diese ganzen seidlerschen Aberrationen zu verhindern. Und wenn du die eine ausgemerzt hast, dann kommt eine andere wieder neu dazu. Das ist ein Teufelskreis, in dem man sich da dreht. Das heißt, du brauchst eigentlich immer mehr Spezialgläser, deswegen sind 2 Super-EDs drin, 2 ED, einmal XA, asphärische Linsen und so weiter. Mhm. Also auch optisch hat es Vorteile. Nicht zugelegt. Nicht nur Geschwindigkeit, Gewicht, sondern auch optisch. Genau. Mhm. Und dann ist mir was aufgefallen, mit dem alten war es ja so, ich meine, filmen kann man ja sowieso mit jedem Sony-Glas. Machen wir uns nichts vor, Video steht ja auch immer fast schon gleichberechtigt, ja, genau, eigentlich. Oder wenn sie sogar, wenn ich mir die Alpha 7 S Mark III angucke, sogar über der Fotofunktion. Also Video ist bei Sony immer ein Thema. Aber mit dem alten ist das Verstellen mit der Blende während des Films ja so ein Ding. Hat man hier auch leicht optimiert, würde ich sagen. Ja, viele kleine Sachen, die als Anmerkung von Benutzern, von Profis, von einfachen Consumern reingekommen sind, werden ja bei uns immer berücksichtigt. Und dann kommen Sachen zustande, wie zum Beispiel ja, ein Fokusring, das erste Teleobjektiv mit Blendenring, der zum Beispiel auch declickable ist, also Rasterung entfernen. Und dazu kann man ihn sogar noch verschließen, sodass er sich nicht bewegen kann, wenn man mal ihn nicht bewegen möchte. Also es ist Stimmt, der ist ganz unten. Der nennt sich übrigens Iris Lock. Also falls man mal sieht, da ist es ja mittlerweile wie so ein Armaturenbrett hier. Da ist ja eine Menge Funktionen in so einem Objektiv. Und Iris Lock sorgt dafür, dass wenn ihr den auf die Automatik stellt, ihr den Ring einfach verriegeln könnt und jetzt könnt ihr drehen, wie ihr wollt. Es passiert nichts mehr. Ihr regelt die Blende über die Kamera. Genau. Das ist die Idee, ne? Und das sind so viele kleine Faktoren, die wir da wirklich berücksichtigen. Und apropos klein, auch kleine Sachen lassen sich mit dem Ding sehr gut darstellen. Wir haben nämlich eine andere Naheinstellgrenze. Bei dem waren es 96 Zentimeter. Ja, eine durchgehend von 70 bis 200. Mhm. Und hier sind es einfach mal 40 Zentimeter bei 70 Millimetern und 82 bei 200 Millimetern. Also Naheinstellgrenze extrem verringert. Was bringt es dir? Du hast natürlich damit einen sehr viel größeren Vergrößerungsfaktor. Also bis zu 0,3-facher Vergrößerung ist schon echt super. Und ja, ich könnte literally jetzt aus der Entfernung von dir ein Porträt machen bei 70 mm ohne Probleme. Also das machen wir nicht, das wäre sehr detailliert. Das wäre auch jetzt nicht zielführend. Richtig. Sehr, sehr schonungslos, vor allem, weil die Gläser eben auch optisch einfach eiskalt abliefern und du siehst jede Pore in höchster Auflösung. Das muss nicht sein. Wo siehst du hier die Zielgruppe? Jemand, der kompromisslos
Objektive kauft und benutzt. Mhm. Ja? Also der Preis ist ja, UVP ist ja bei beiden identisch. Klar, das ist jetzt schon ein Weilchen auf dem Markt, hat seinen Preis jetzt gefunden. Und wir steigen mit dem genau beim gleichen, selben UVP ein, wie wir es bei dem eingestiegen sind. Mhm. Und somit ist halt die Überlegung, ja, nehme ich das optimale, kompromisslose Objektiv oder spare ich die 600 Euro? Da kann sich jeder entscheiden. Mhm. Und klar, die meisten Profi-Fotografen haben immer die drei wichtigen Objektive. Die Trinity, sagen wir mal. 16-35, 24-70, 70-200. Also das gehört in den Profikoffer und deshalb ist es auch ganz klar das ausgesprochene Profi-Objektiv. Ja, ja, ganz klar. Ja, und ansonsten bildtechnisch, ich meine, ist logisch. Ne? Der superschnelle Autofokus sorgt dafür, dass sowas an der Alpha 1 natürlich extrem performant ist. Das mhm. heißt, du hast nicht nur die extreme Serienbildgeschwindigkeit, sondern du hast auch einen super krass schnellen Autofokus. Und dieses Pumpen fällt weg. Hm? Genau. Mit verschiedenen Kameras und Objektivkombinationen hat man das Problem, dass du, wenn du den Fokus veränderst, eine Bildausschnittsveränderung hast, dieses Breathing. Mhm. Und auch das wurde hiermit integriert. Das ist eine Technologie, in der wir die Veränderung des Bildausschnitts bei Fokussierung einfach in den Griff bekommen. Mhm. Und ja, so eine Sachen sind da natürlich auch mit dabei. Ja, also für euch der dicke Tipp. Wirklich, ihr könnt uns jetzt stundenlang zuhören und wir können euch das anpreisen wie den Heiligen Gral, aber es bringt gar nichts, wenn ihr es selber nicht erlebt habt. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, wirklich kommt in den Laden, probiert ruhig beide nebeneinander aus. Dieses Objektiv ist nicht schlecht. Das hier setzt halt nochmal so 2, 3, 5 Schippen drauf und ist dabei eben leichter. Und ich glaube, dass sich das bei dem einen oder anderen Unterarm dann auch bemerkbar macht auf Dauer. Von daher einfach ausprobieren. Bestellen könnt ihr es natürlich in unserem Online-Shop unter www.foto-erhard.de. Und Stefan, ich sage ganz herzlich Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer wieder gerne. Und ich hoffe, es war für euch informativ. Macht's gut.